Ich gehe schon davon aus, dass IKEA ein ernsthaftes Interesse am Standort Ingolstadt hat. Ich finde das auch grundsätzlich mal positiv, wenn Unternehmen, die expandieren, sich mit dem Standort Ingolstadt auseinandersetzen. Wir sind aber noch ganz am Anfang der Entwicklung und deshalb denke ich, dass noch einige Zeit vergehen wird, bis wir hier konkrete Ergebnisse diskutieren können. Gibt es bereits genauere Überlegungen von IKEA, in welche Richtung man gehen will? Hat man schon mit Grundstückseigentümern gesprochen und ist es ohne weiteres möglich? IKEA hat verschiedene Standorte in Ingolstadt besichtigt und hat sich Gedanken gemacht über An- und Abfahrten. Das ist ja sehr wichtig, weil IKEA die Kunden aus einem relativ großen Einzugsgebiet in die Möbelhäuser lockt. Es gibt Standortpräferenzen, die IKEA geäußert hat. Wir von der Seite der Stadt haben kein geeignetes Grundstück. IKEA muss jetzt schauen, ob sie irgendwo genügend Flächen zusammenkaufen können. Sie werden das aber noch nicht tun, sondern sie werden erst eine landesplanerische Überprüfung in Gang setzen. Das heißt, es muss ja im Rahmen der Landesentwicklung geprüft werden, ob hier ein geeigneter Standort vorhanden ist. Da wird man vieles ermitteln, insbesondere die Verkehrsproblematik. Aber auch, ob die Größe des Möbelhauses angemessen ist für unseren Standort. Und erst wenn diese Überprüfung abgeschlossen ist, dann kann man sagen, man kann ein Grundstück tatsächlich erwerben und ein solches Projekt in die Umsetzung bringen. Es ist im Übrigen auch noch so, dass natürlich der Stadtrat dann noch entscheiden muss, ob er das alles mitträgt. Aber ich denke, wir sind noch in einer zu früheren Phase, als dass man hier wirklich Konkretes sagen kann. Es würde ja wohl keinen großen Verdrängungswettbewerb gegenüber mittelständischen Unternehmen geben, da die ein ganz anderes Sortiment haben. Davon ist auszugehen. Es ist ja, die Erfahrung lehrt uns ja, dass oft andere Möbelhäuser sogar die Nähe von IKEA suchen, weil IKEA eben die Kraft hat, Kunden aus einem großen Radius anzuziehen. Und das versuchen dann auch kleinere Möbelhäuser für sich zu nutzen, die sich dann in die Nachbarschaft setzen, sodass die potenziellen Kunden sagen, ach, jetzt gehen wir erst zu IKEA und danach schauen wir vielleicht nochmal in das andere Möbelgeschäft. Ich sehe keine große Verdrängung im Mittelstand. Man muss ein bisschen aufpassen bei den innenstadtrelevanten Sortimenten, weil IKEA ja nicht nur Möbel verkauft, sondern auch Einrichtungsgegenstände, also Geschirr und Tischdecken und vieles mehr, dass dieser Anteil des Sortiments nicht zu groß ist, weil da dann der Mittelstand und insbesondere die Innenstadt tatsächlich berührt wird.